No Rest of the Wicked ist jetzt im Early Access seit dem 18.04. und momentan erhältlich für 35 Euro. Und ich selbst habe da schon ein paar Stündchen hinter mir und ich muss wirklich sagen, dieses Spiel ist sehr anspruchsvoll. Und es macht auch einen Heidenspaß, dieses geniale Spiel zu spielen. Es ist mal was anderes, es ist auch so eine Art Souls-like. Und dementsprechend habe ich hier auch vieles ausgetestet und ebenfalls ausprobiert und natürlich auch gut erkundet. Und somit habe ich für euch die perfekten Anfängertipps, damit ihr einen besseren Start habt. Also solltest du Interesse haben, dann denke ich, ist dieses Video genau richtig für dich. Und solltest du neu auf diesem Kanal sein, dann vergewissere dich, dass du auf jeden Fall einmal auf den Abonnier-Button geklickt hast und natürlich die Glocke aktiviert hast, um natürlich kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich würde auch schon sagen, bevor ich hier weiter schnacke, wir gehen direkt ins Spielgeschehen. Lehnt euch zurück und genießt das Video. Viel Spaß! Und jetzt sind wir auch im Spielgeschehen und schön, dass du weiter dieses Video schaust. Als allererstes muss ich einen sagen, ihr solltet gerade am Anfang, beziehungsweise nicht nur am Anfang, sondern immer so oft wie es geht, alles zerstören, was ihr so seht. Denn es besteht die Möglichkeit, dass in irgendetwas natürlich für euch passendes gedroppt wird. Ob es irgendwelche Münzen sind oder irgendwelche Materialien, die ihr natürlich braucht, um nicht nur euer Leben zu pushen, sondern eventuell auch eure Waffen oder eure Rüstung. Denn bestimmte Rezepte und bestimmte auch Materialien sorgen halt dafür, dass ihr auch bestimmte Buffs bekommt. Und Buffs in diesem Spiel ist unter anderem das A und O. Es kommt euch hier ebenfalls zugute. Daher macht wirklich alles platt, was geht. Gerade auch diese Drachenmünzen, die wir hier finden. Das ist halt die Ingame-Währung. Mit diesen Drachenmünzen könnten wir dann auch später so einiges Wichtiges an Materialien kaufen. Und daher lohnt es sich tatsächlich wirklich alles platt zu machen. Wenn wir jetzt bei der Zerstörung schon angekommen sind, ist es unter anderem auch wichtig, dass wir hier auch logischerweise alles erkunden. Das Gute an diesem Spiel ist, man muss hier genau hingucken, denn überall gibt es irgendwelche Winkel oder auch bestimmte Mauern, ob aus Holzbrettern oder aus Steinen, die wir zerstören können oder irgendwelche geheimen Türen, wo sich dahinter natürlich auch etwas befindet und zwar eine schöne Kiste. Und in solchen Kisten finden wir jetzt nicht nur Materialien, sondern auch Ausrüstungsgegenstände. Helm, Brust, Hose, Schwerter etc. pp. Und daher lohnt es sich tatsächlich wirklich auf alles einmal zu achten. Denn wenn wir jetzt hier einmal durch die Map so leicht durchgehen, ne, sehen wir ab und an mal so ein blaues Schimmern. Das blaue Schimmer beinhaltet natürlich etwas, was wir hier looten können. Und da solltet ihr wirklich mal genau drauf achten. Es gibt nämlich unter anderem gewisse Balken, die wir lang balancieren können. Und hier auch ein kleiner Tipp. Wenn wir jetzt einen Balken lang balancieren wollen, ne, kann es gut möglich sein, dass wir die Balance verlieren und runterfallen. Wenn wir runterfallen, ja, das tut weh. Und im schlimmsten Fall sind wir dann gestorben und fangen wieder von vorne an. Wenn wir sterben, verlieren wir unter anderem auch Haltbarkeit unserer Ausrüstung. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Daher wäre es eventuell sehr ratsam, in sehr hohen Gebieten, und wenn man gerade auch so einen Balken lang balancieren möchte, ja, einen Trank zu nehmen, der halt dafür sorgt, dass unsere Balance für eine gewisse Zeit perfekt ist. Das heißt, wir können dann ohne Probleme dann über diesen Balken gehen. Klar, wir können auch runterfallen, aber die Chance ist diesmal sehr, sehr gering. Daher solltet ihr mal darauf achten, wenn ihr mal so einen Trank habt oder so und auch seht, okay, hier ist es sehr, sehr hoch. Wenn ich hier runterfalle, könnte ich sterben. Nehmt auf jeden Fall dann diesen Trank und das kommt euch dann hier natürlich zugute und ihr kommt dann ohne Probleme genau dahin, wo ihr auch hin wollt. Und ich habe ja auch gerade einmal kurz erwähnt, ihr solltet wirklich auf die Details achten, ja? Unterwegs findet ihr zum Beispiel gewisse Ausgrabungsstätten. Da könnt ihr halt nur hin, wenn ihr die Schaufel gefunden habt. Daher solltet ihr am Anfang wirklich gerade jeden Winkel absuchen und die Schaufel könnt ihr relativ schnell bekommen, auch easy bekommen. Und wenn ihr dann so eine Ausgrabungsstelle gefunden habt, so wie hier jetzt gerade in diesem Beispiel, dann solltet ihr da auf jeden Fall mit der Schaufel mal rangehen. Und denn darunter ist ab und an mal richtig cooler Loot. Und nicht nur ein paar Materialien, sondern auch ein paar Waffen versteckt. Was sich hier natürlich auch lohnt. Daher solltet ihr hier wirklich mal drauf achten, genau hingucken. Denn diese Ausgrabungsstätten sind hier natürlich
sehr gut markiert. Und wenn man einmal weiß, wie sie aussehen, dann achtet man hier natürlich automatisch schon drauf. Und wenn wir schon bei der Ausgrabung sind, gehen wir auch Richtung materielle Sachen. Zum Beispiel dem Bäume fällen. Wenn ihr Bäume seht oder so, fällt sie auf jeden Fall. Denn diese Materialien, also das Holz, was wir aus den Bäumen bekommen, können wir im späteren Spielverlauf selbstverständlich sehr gut gebrauchen. Daher alles wegfällen, was geht. Und nicht nur die Bäume, sondern auch die ganzen Erzminen. Das ist alles Materialien. Das, was wir natürlich hier brauchen. Und das solltet ihr alles mitnehmen. Wenn ihr was seht, immer direkt mitnehmen. Es lohnt sich und es kommt euch im späten Spielverlauf natürlich hier extrem zugute. Und was hier auch relativ nice an diesem Spiel ist, ihr deckt ja logischerweise die Karte auf, indem ihr irgendwo langlauft oder so, ja? Öffnet mal die Karte und ihr seht, alles erhellt und ihr wisst ganz genau, wo ihr langgelaufen seid. Und jetzt kommt's. Irgendwann im späten Spielverlauf, beziehungsweise allgemeinen Spielverlauf, da wird die Karte wieder ein kleines bisschen dunkler. Und sobald sie dunkler geworden ist, gebe ich euch einen Riesentipp. Und zwar geht da einfach mal wieder lang. Merkt euch, wo irgendwelche Kisten waren oder wo gewisser Loot war und geht direkt da wieder hin. Denn die Kisten sind wieder am Start, der Loot ist wieder am Start und ihr bekommt immer mal wieder Sachen daraus, was ihr dann halt verkaufen könnt oder auch anlegen könnt. Und eins ist auf jeden Fall klar, diese Ausrüstung, die wir hier finden, ist definitiv immer besser wie die, die wir hier natürlich vorher gefunden haben. Und das kommt uns hier extrem zugute, denn das Spiel wird immer schwieriger, die Gegner werden logischerweise schwieriger und wir brauchen hier logischerweise bessere Ausrüstung. Daher rate ich euch, gebt am Anfang kein Geld aus für irgendetwas. Braucht ihr nicht. Klar, der Schmied bietet euch irgendwann echt coole Sachen an, wo ihr dann selbst denkt, okay, das ist nice. Ja, die Drachenmünzen hätte ich. Ich könnte es mir ja kaufen, aber macht es einfach nicht. Denn ihr findet immer wieder bessere Ausrüstung. Gerade wenn ihr jetzt wieder ins alte Gebiet zurückgeht. Ja? Daher spart erstmal eure Kohle. Es kommt euch irgendwann natürlich zugute. Kauft auch überhaupt keine Rezepte. Die Rezepte braucht ihr nicht. Denn die Pilzsuppe, die ihr zum Beispiel am Anfang machen könnt, die gibt euch 35 Gesundheit wieder. Anfangs haben wir 50 Gesundheit. Das reicht vollkommen. Klar, ihr könnt durch bestimmte Rezepte logischerweise irgendwann mehr Lebenspunkte herstellen, aber gerade am Anfang brauchen wir das alles nicht. Wir finden automatisch Rezepte, wenn wir tatsächlich die komplette Map einmal durchsuchen und in irgendwelchen Kisten sind halt auch coole Rezepte mit dabei. Da brauchen wir nicht extra irgendwie jetzt Geld ausgeben. Ja, und da solltet ihr dann dementsprechend auch drauf achten. Bevor wir jetzt hier weitermachen, Freunde, zum Thema Skillen. Hier können wir extrem viel skillen. Ne? Ist schon eine Menge. Frage ist natürlich, was soll ich machen, gerade am Anfang? So, und jetzt ein kleiner Tipp. Skillt am Anfang erstmal nicht drauf los. Ja? Sucht euch zum Beispiel eine Waffe, die rot ist. Wenn ihr jetzt meint, okay, cool, die Superfähigkeit klingt sehr nice. Oder die Waffe ist sehr, sehr stark, sie ist leicht, halt irgendwelche Aspekte, ne, wo ihr sagt, okay, genau das ist mein Ding. Dann guckt auf die Anforderung. Hier wird zum Beispiel einmal 11 Stärke angefordert und 11 Wissen, damit ich dann natürlich diese Klinge tragen kann. Das werdet ihr selbstverständlich mit gewissen anderen Ausrüstungsgegenständen auch haben. Heißt, ihr müsst erst das und das geskillt haben, um das und das tragen zu können. Und gerade am Anfang findet ihr schon sehr, sehr nützliche Sachen. Allerdings müsst ihr für diese bestimmten Sachen dann halt was Bestimmtes geskillt haben. Ansonsten könnt ihr es halt nicht nutzen. Und das ist dann natürlich ärgerlich. Daher guckt erstmal drauf, macht dementsprechend dann erstmal überall einen Punkt rein. Da, wo ihr einen Punkt reinmachen müsst, um eine gewisse Waffe dann nutzen zu können. Und ja, das war's dann auch erstmal, Freunde, mit den ganzen Tipps. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel schon angespielt habt oder euch einen kleinen Einblick verschaffen habt, ja. Aber schreibt mal in den Kommentaren, wie findet ihr das Spiel bisher? Grafisch, spieletechnisch und etc. pp. Also ich persönlich finde es schon ganz nice und es ist auch mal was anderes, ja. Es ist halt so ein Action-RPG aus der Oberansicht. Grafisch sieht ganz cool aus. Das Kampfsystem, naja, darüber kann man sich ein bisschen streiten, ne? Aber es geht hier auf jeden Fall besser und es ist halt auch so eine Art Souls-like.
Das zieht mich irgendwie persönlich extrem in den Bann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, schreibt das mal ebenfalls in den Kommentaren. Und das war's auch schon von mir mit den ganzen Tipps und Tricks. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal mit einem kostenlosen Follow supporten würdet und aktiviert natürlich die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Oder joint doch mal direkt unseren Community-Server und tauscht euch mal gegenseitig aus. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freigeist TV ist raus. Ciao, ciao.